Wir sind hoffentlich live, wenn ich jetzt dann gleich. Ich bin wieder in Resident Evil 7 in VR und jetzt zeigt sich gerade, ob es läuft. Ja, okay, es läuft. Es muss sich erstmal einruckeln. Oh, aber ich habe die Kritik beim letzten Mal habe ich durchaus verstanden. Letztes Mal, das kriegt ihr als VOD-User gar nicht mit, aber letztes Mal, ja, so. War der Ton nur auf einem Ohr vom Spiel. Das lag an meinem neuen Setup. Ich habe so ein neues Sound-Setup und ich habe es 100 Mal mit allen Varianten getestet. Aber das ist eine Sache, die ich irgendwie nicht erwartet habe. Ich war so drauf fixiert, dass meine Funke hier Stereo hat, dass ich darauf geguckt habe und nicht gerafft habe, dass das In-Game, also was ihr gerade hört, irgendwie nur auf einem Ohr ankam. Das habe ich aber für das Video jetzt gefixt, aber natürlich für euch live dumm gewesen. Okay, jetzt muss ich ja gerade mal überlegen. Ich bin nämlich hier noch nicht an der Stelle, beziehungsweise zu weit schon hinten. Ich würde gerne einmal neu laden. Denn gestern ist es nämlich auch abgekackt irgendwann. Die Leitung und alles. Ich weiß nicht genau. Wir müssten eigentlich noch einen Spielstand davon haben, vielleicht aber auch nicht. 8 Stunden 32 ist hier das Autospeichern. 8 Stunden 34 ist dann, glaube ich, den hier könnten wir nehmen, Versuchsgelände, und könnten es einfach nochmal schnell machen. Weil ich habe natürlich weitergespielt und habe euch noch ein bisschen was gezeigt. Wir sind quasi nach dem Moment, wo alles abgebrochen ist im Stream, sind wir dann nochmal weiter. Allerdings hat das gar nicht aufgenommen, deswegen ist das gar nicht dabei gewesen, weder auf Steam, auf Twitch meine ich, noch auf YouTube. Okay, und dann machen wir doch an dieser Stelle einfach nochmal neu, oder? Ist das okay? Ich hoffe, es ist überhaupt schon jemand im Chat da. Schreibt mal ab und zu rein, sollte es irgendwie wieder Tonprobleme geben. Es sieht aber okay aus, hier ist alles gut. Ich kann euch so ein bisschen durch den Nasenschlitz sehen. Ich kann nicht wirklich mit euch interagieren, der Chat ist da. Oh, ja, jetzt ganz ruhig. Ich bin gleich fertig. Was kann ich noch kontrollieren? Nö, es wird gestreamt. Alles sieht grün aus. Cool. So. Eigentlich sollte ich jetzt auch was anderes machen. Tano, mein Channel Manager, hat mir gesagt, ich sollte jetzt eigentlich was anderes machen, weil das letzte Video muss eben erst noch gebaut werden, hier zusammengebaut von Resident Evil, von gestern. Aber ich hatte so einen Bock, das jetzt weiterzuspielen. Weil ich habe gestern Abend damit eben wieder angefangen, musste mich Monate gedulden. Und bin jetzt endlich wieder hier bei den Bakers mit einer Schrotflinte, einem Flammenwerfer, einer Pistole, einer anderen Pistole auch noch und mittlerweile 175 Gegenständen, die man alle benutzen kann. Was? Also. Und auch hier, ich muss diese Mod loben, aber auch kritisieren. Ich mache das jedes Mal, wenn ich das spiele. Aber es ist halt echt so, die funktioniert gut, wenn sie funktioniert. Aber sie funktioniert auch häufig einfach gar nicht. Ich muss das Ganze immer wieder neu starten, bis es dann irgendwann mal funktioniert. Es kann natürlich auch an meinem Setup liegen, aber es ist ein bisschen unsicher immer und fühlt sich fast schon anstrengend an, das einmal zum Laufen zu kriegen. Aber wenn es dann läuft, dann lohnt sich es eben auch. Okay, wir könnten jetzt, nee, wir bleiben bei der Schrotflinte, da hat sich, habe ich gestern, als ich nicht mehr gestreamt habe, gute Erfahrungen mitgemacht. Und wir brauchen den, wo ist er denn? Den Crank. Die Kurbel. Genau. Okay. So, wenn ihr gestern zugeguckt habt, wisst ihr, ich habe das mittlerweile hier neu eingestellt. Das war nämlich ein großes Problem, das Waffenwechseln und das Rennen. Und auch da gibt es eine Mod. Hier habe ich Rennen jetzt auf L2. Ich sage es nur immer wieder, weil ich wirklich froh bin, dass das geändert wurde. Auch cool, dass Steam das ermöglicht, dass man eben seine eigene Tastatur belegen, bauen und auch weitergeben kann. Inklusive wirklich einer wichtigen README, wo alles drinsteht und man sich es dann auch nochmal selbst bauen kann. Das ist schon einfach gut gemacht. So wünsche ich mir das doch. Guck ab und zu mal in den Chat, jetzt zum Beispiel. Sieht okay aus, soll das jetzt... Nee, oh, da kommt... Ich habe gerade meinen Bot gesehen. Meinen Nightbot, der immer noch Final Fantasy empfiehlt. Kann ich nichts gegen sagen. Ist immer noch empfehlenswert. Aber der Bot ist mittlerweile 2 Wochen eigentlich schon außer Dienst.
Aber egal. Ich bin echt, daran sieht man die Pflege meines Kanals. Ich habe es halt einfach bisher nicht geschafft, mal dran zu denken, von einem Stream den auszumachen. Aber andererseits denke ich mir, naja, Final Fantasy ist ja auch geil. Jetzt gerade spielt meine Verlobte drüben auf meiner PlayStation ihren Spielstand weiter. Und das mit viel Begeisterung und wirklich mit so einer gewissen Sucht, die ich begeistert beobachte. Ah, die ist aber auch windschief, die Hütte. So, ich bin jetzt auch mehr ruhig. Ich wollte kurz euch erstmal abholen, aber jetzt könnt ihr ja gerne Leuten auch sagen, nee, der Simon hält jetzt die Fresse, weil er euch eh nicht sieht. Und dann ist das cool. Und ich sag's jetzt schon einmal, ihr müsst es weitergeben. Wo seid ihr? Da. Ihr müsst es weitergeben. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Messer auswähle. Es ist hier in meiner Auswahl irgendwo. Nee. Im Menü kann man es nämlich, im Inventory kann ich es irgendwie nicht auswählen. Da müsste es normalerweise links sein. Ich kann es aber so oder so nicht auswählen. Egal. Und deswegen zerschieße ich die. Das ist der ganze Deal. Ich weiß, dass viele Leute kommen werden und sagen, ey, benutze doch dein Messer. Ich kann es nicht. Warte mal, ich habe auch noch was Neues. Das kann man kurz mal zeigen. Und zwar kommen die Leute und sagen doch, benutze doch mal dein Messer. Mein Name ist... Wuhu! Wuhu! Tja, ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Wir haben jetzt Minimatzen. I doubt it. Okay, gut. Habe ich auch installiert. Das ist halt wirklich nichts Neues. Ne? Simon entdeckt das Internet vom Stand 2012. Aber so ist es halt. Irgendwann muss man ja mal anfangen. So. Komm, mach es. Mach es, Kurbelklaus. Okay, wo ist er? Da. Ist da noch was? Oh, shit! Sag ich doch, der lebt nur noch. Alter, der hat jetzt gut verballert, aber der hat nach zwei Schüssen schon... hat er die modrigen Flossen von sich gestreckt. So, nachladen. Manche sind auch vermint. Habt ihr gesehen, ne? Manchmal lebt das Ding irgendwie, hat das so eine... Ach, deswegen, ich verstehe. Endlich raff ich das. Hier, sie ist in einem schlechten Zustand. Das bedeutet es, dass die manchmal wirklich nicht funktioniert. Das ist ja genial. Ja, krass. Das einzig Dumme ist, ich habe ein Reparaturset, aber es funktioniert nicht mit der Waffe. Was willst denn du von mir, Spiel? Egal. Ich muss das nachher nochmal ausprobieren. Vielleicht ist auch ein Fehler von mir. Kann ich das eigentlich... Nee, nee, ich will die Waffe so nehmen. Ja, so, genau. Naja. Nee, komm, ist zu unhandlich. Puh, ich bin eh so besser. Cowboy-Style. Oh shit, da kommen welche. Kann ich von hier schon mal ballern? Das ist vielleicht keine gute Idee, ne? Aber die sehen für mich auch mehr so ein bisschen, sehen nämlich wie Schrotflinte aus. Hier über die Ecke, ne? Das wird gut. Nee, das wird nicht gut. Ja! Okay, das war doch gar nicht so schwer. Doch nicht auf die guten Schuhe. Ich muss sagen, das macht schon Bock. Tut mir leid, aber manchmal, aber nur ganz selten, manchmal kann ich die Amerikaner verstehen. Aber auch nur, wenn es um Moosmonster aus dem Sumpf geht. Aber in letzter Zeit ist da die Population doch relativ stark zurückgegangen. Wahrscheinlich wegen der ganzen Waffen.
Eigentlich sollten die in all diesen Spielen, gut, andererseits erklärt es, warum jeder mit den Waffen direkt umgehen kann, aber eigentlich sollten sie in diesen Spielen Leute aus allen anderen Ländern, nicht Amerika, immer zum Protagonisten machen. Weil es unrealistisch ist, dass ein Amerikaner dass der keine Waffen dabei hat zum Beispiel. Aber er kann halt wirklich damit umgehen, ne? Das muss man auch sagen. Andere, ich bräuchte erstmal so... Nee? Was macht er denn da noch? Nee, geht gar nichts, okay. That's the Second Amendment. Sorry. Das tut mir leid, das ist mir so rausgerutscht. Naja, das war's wert. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Am Ende ist es ein kleiner Schnitzel, ne? Für Insta oder TikTok. So, was machen wir jetzt? Die Kurbel brauche ich nicht mehr, die kann ich jetzt abgeben. Das Ding, die Munition an sich, brauche ich so viel? Nee, ich habe ja auch genug anderen Kram. Ja, ich würde sagen, ich habe alles Wichtige. Ich wollte nur nochmal speichern. Diesmal jetzt auf einer neuen Location. Ja, soweit alles okay bei euch? Da geht mir auch einer ab. POV jeder Ami. Okay. Wir sind zumindest auf derselben Seite immer noch. Ihr seid immer noch da. Mal wechseln. Und jetzt hätte ich gerne Dead Island mit VR. Und das wäre irgendwie nochmal ein Level drauf, glaube ich. Wobei ich nicht weiß, ob ich da überhaupt die Beweglichkeit für habe, hier in diesem kleinen Räumchen. Jetzt bin ich mal ein bisschen mehr ruhig. Der Tom Cruise. Was? Wieso laufe ich so langsam? Nein! Warum mache ich das immer? Alter, was ist denn jetzt los? Okay, er hat mich nachgeladen. Das ist ja wirklich unfassbar. Lad nach. Schnell. Okay, ich bin eigentlich fürs Nachladen verantwortlich, ne? So rächt sich dieser eine Schuss, den ich vorhin ejakulativ in die Luft geballert habe in der Hütte. Oh komm, jetzt ist aber... Das liegt an dem... Das ist so dumm, ey. Es ist wirklich so dumm, Leute, weil ihr glaubt immer, das liegt an mir, aber hier ist irgendwas mit den Buttons. Das war gestern auch schon die ganze Zeit. Sobald ich den linken Stick, glaube ich, reindrücke, wird das rausgenommen. Und ich hadere immer noch damit, das jetzt irgendwie mal rauszufinden. Aber dann müsste ich wieder irgendwie stundenlang mir das angucken und neu. Ich bin einfach froh, dass es geht. Aber es führt immer wieder zu absurden Situationen wie diesen, die sie hoffentlich genießen. Nein, nein, nein. Ernsthaft? Oh, shit! Ja, da ist es wieder passiert, ne? Das glaubt mir doch keiner, wenn ich das zu Hause erzähle, dass das nicht meine Schuld ist. Okay. Also die Großen sind manchmal schneller kaputt als die Kleinen. Oh, das sieht auch geil aus, oder? Hier dieses Haus, so diese klassische Vorhütte mit dem Maul, fast so wie so ein wütender Hund, oder? Ich sehe da so einen wütenden Rottweiler oder so. Das ist ja Hammer. Das ist mir noch nie aufgefallen, aber ich bin mir sicher, dass das so sein soll, dass man so wie in die Schnauze eines Monsters reinläuft. Das ist irgendwie ganz geil. Jetzt frage ich mich gerade, ob die anderen Häuser auch von vorne so aussehen. Na gut, anderes Thema. Aber ich bin halt auch Architekt. Das kriegst du aus mir nicht mehr raus. Einmal Künstler. Nee. Ha, also ich bin zwar verschwenderisch, aber das ist dann doch too much. Genau, hier bis hierhin habe ich nämlich gestern Abend ganz alleine gespielt und wusste natürlich nicht, dass ihr längst schon weg wart. Deswegen erlaubt mir ab und zu heute mal so einen kleinen Kontrollguck,
durch die Nasenlöcher, weil, wie gesagt, gestern habe ich bestimmt eine halbe Stunde einfach fürs Nichts gestreamt, aber es war trotzdem toll. Also ich hatte echt Spaß auch mit den Jungs draußen, habe natürlich trotzdem wieder vergessen, wo sie jetzt kamen, habe mich wieder erschreckt, aber hier habe ich dann gemerkt, okay, da scheint was nicht in Ordnung zu sein. Für alle Noobs da draußen, die jetzt wirklich keine Ahnung haben, ist ja völlig in Ordnung, diese die Dinger, die ich da gerade eingesammelt habe. Die Chemikalien, die kann man eigentlich mit allem kombinieren, von den Kräutern hier bis hin zu den einzelnen, von denen ich jetzt keine mehr habe, merke ich gerade. Pulver, Schießpulverpaketen, Flammengranaten, das ist schon mal gut. Wirklich sehr gut, kann ich für so einen Endgegnerkampf auch mal gebrauchen. Da haben wir ein bisschen Schießpulver. Kugeln. Mit flüssiger Chemikalie kombinieren. Da frage ich mich dann halt immer, was ist der Unterschied? Starke, also wenn ich starke nehme, kriege ich starke Kugeln, das ist immer gut. Und es gibt aber noch mehrere, damit kann ich die wieder trennen. Aber so viel mehr. Ich dachte, es gäbe noch eine Farbe, aber scheinbar nicht. Und die Münzen sind natürlich auch wichtig, um diese Upgrades freizuschalten. Da kümmere ich mich aber drum, sobald ich das nächste Mal wieder irgendwo vorbeikommen, wo, also wahrscheinlich im Hof, nachdem ich den Boss hier platt gemacht habe. Okay, was wollte ich machen? Genau, ich wollte raus und das kombinieren. Ja. Ach, das ist ein guter, das hier kann man zurückgeben, die zwei Stück braucht keine Sau, aber ansonsten ist es ein gut gefüllter, anständiger Inventory-Box-Trade. Okay. Noch einmal speichern. Ich bin da einfach so, ich muss dann 100 Mal speichern. Einmal checken. Okay, ich bin noch zu sehen. So. Ich kann ja gar nicht, ich muss aufhören, das zu sagen. Vielleicht wollt ihr es auch nicht mehr hören, aber vielleicht findet ihr es auch immer noch verständlich. Es ist einfach jedes Mal krass für mich, immer noch nach all diesen vielen, vielen Stunden in virtuellen Welten seit Oculus mit der Skibrille, also wirklich seit Anbeginn. Gut, ich habe auch früh davor die Sachen ausprobiert, aber richtig fing es damit an. Und ey, wir sind so weit gekommen und es ist einfach so geil zu sehen, wie man sich in diesem Raum sofort, also sofort, ja, den sofort akzeptiert als die realistische Umgebung, obwohl ich natürlich mich hier so auf dem kleinen Drehstuhl immer weiß, dass ich mich eigentlich woanders befinde, aber man kann das wirklich lernen, das abzuschalten und in diese Räume einzutauchen. Und es wird ja nur noch besser. Also das ist jetzt nicht gut. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Aber ich habe über was anderes geredet, ne? Nicht über euch am Ofenrohr festgebunden. Okay, komm, zurück zum Thema. Die ist auf jeden Fall crazy. Also Mia, meine ich. Die hat mich jetzt schon mehrfach angestochen. Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Ja. Du meinst, ne? Den Arm und den... Ja, ich guck rum. Natürlich habe ich die nicht. Ich wusste ja nicht, dass ich euch jetzt hier direkt finde. Ich komme wieder. Das ist ja unangenehm. Jetzt denken die, ich hau ab. Die wissen schon, warum sie hier eine Kiste hingepackt haben. Damit die armen Frauen nicht so lange warten müssen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Simon, du hast das auch schon tausendmal gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nichts mehr, wie es weitergeht. Also wirklich nicht mehr so genau. Aber das wirkt alles wie ein Endgegnerkampf. So, vielleicht sollte ich da auch mal nochmal hier sowas mitnehmen. Ne? Einfach mal ein bisschen Kram mitnehmen. Und ich nehme mal die andere Pistole, oder? Standardmodell. Ich mag das lieber als das Ding, was hier manchmal irgendwie nicht richtig funktioniert. Das mag ich überhaupt nicht. Ich nehme mal eine mit. Kann alleine nicht verwendet werden, den muss ich wahrscheinlich auch noch kombinieren. Okay, Granatwerfer, das ist eigentlich das, was wir haben wollten. Außerdem natürlich den Arm und den anderen Kram. Das ist der Reparatursatz. Ich verstehe nicht genau, was ich mit dem Ding machen soll. So, Moment, weiter. Das will ich alles gar nicht. Das Ding will ich. Oh, ich sehe mein Problem kommen. Aber mal gucken, weil jetzt habe ich hier nämlich drei Waffen und ich kann immer nur zwei auf meine Buttons legen, weil ich das nicht anders gemacht habe.
glaube ich auch gar nicht. So, aber wo ist der andere Kram? Arm und Rest. Da. Da. Okay. Das sieht okay aus. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass ich mich wahrscheinlich für Schrotflinte oder Granatwerfer entscheiden muss. Ich bleibe bei der Schrotflinte, weil, wie gesagt, ich... Oder ich könnte auch... Nee, ich habe eine andere Idee. Ich nehme den Granatwerfer doch mit und tausche ihn gegen die Pistole aus. Was vielleicht nicht so die allerbeste Idee ist, wir gucken mal. Ne? Kann ja auch richtig sein. Jetzt habe ich 2 halbleere Waffen, aber das geht schon. Aber ich kann halt nur 2. Ich muss mich irgendwann danach, werde ich mich mal hinsetzen und das regeln. Weil so von Folge zu Folge komme ich wirklich immer mehr hinter diese ganze Belegungskiste, die halt hier sehr individuell ist. Weil das eine Mod ist und nicht dafür vorgesehen. Okay. Letztes Mal. Und dann können wir endlich hoch. Ich hoffe, ihr hört mich. Alles gut, ich komme jetzt. Ich war mir aber nicht sicher, ne? Welche Waffe soll ich jetzt mitnehmen? Hört ihr mich? Ihr kennt das sicher, ne? Pistole oder Granatwerfer. Ich habe einfach die beiden dicken genommen. Oh. Okay, alles gut, Ladies. Hier. Beeil dich. Gib mir die Materialien fürs Serum. Ja, das sollte genug sein. Vorsicht, nach außen. Genug herstellen. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut, wir haben genug für 2. 2 was? Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Man will nicht wissen, wie die Brust gemacht wird. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Oh, da ist ja schon. Das ging aber wirklich schnell. Wo hast du denn die Spritzen her? Hey, eins davon ist meins. Alter, ich hab mit allem gerechnet, aber damit wird's irgendwie nicht mehr. Flieg, flieg deinen Arsch zurück ins Haus. Und dich kümmere ich mich später. Sekunde. Ich meine... Alter. Alter! Okay, immer auf die Augen, ne? Kann ich hier runter? Kann ich hier runter? Ich kann hier runter. Ist das gut? Sollte ich hier runter? Das nervt langsam, Jack! Okay, komm jetzt, kein Zeit für dich. Ah! Ich will dich haben! Ich weiß es nicht, Leute. Ich trau mich nicht. Das Auge ist ja schon weg. Das will ich haben. Ich glaube, ich habe was von dem Schmodder auf die Schulter bekommen. Nee, du gehst nach oben. Immer da, wo du nicht bist. Dieses Viereck ist mein Spielbereich mit Wunder. Jetzt. Nee. Oh, sehr gut. Oh, ich hab so eine Schratze. Ah, das Arschauge. Ich habe das Gefühl, dass das Ballern auch hier bei der Schrotflinte manchmal einfach nicht gut gedrückt wird. Aber es ist.
Eins noch, einen Schuss noch habe ich. Okay, lauf nach, Digga! Yes, genau. Ah, nein, Spaß. Es war einfach nur ein Spaß. Du schmeckst aber so gut. Okay, komm, wo ist denn jetzt der Mist hier? Da. Oh ja, komm, den einen muss ich doch noch kriegen. Ich habe aber auch nur noch einen Schuss. Fuck ey, auf dem linken Arm von ihm. Da. Ah, fall auf mich drauf. Ja, und nein. Reib. Was, wo ist der jetzt hin? Ja. Was denn noch? Wo ist noch ein Auge? Ja, ich denke dasselbe wie ihr. Ich habe auch Duke Nukem gespielt. Habe ich alles gesehen. Ja, Ethan, tut mir leid, dass du das sehen musstest. Hey! Schön, schön. Das ist das Serum an ihm. Du, okay. Du willst, dass ich ihn heile? Spritzen! Au, direkt ins Auge. Das fühlt sich an. Gut an. Das wollte ich ja eigentlich nicht, ne? Das nehme ich auch. Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Mann, das ist ärgerlich. Ich kann doch nicht Schrotflinte jetzt benutzen. Kann ich denn hier nochmal zurück? Shit. Nein, nein, nein. Die Kiste. Noch eine Kiste. Nee, jetzt mal ernsthaft. Muss ich jetzt hier mit der Schrotflinte? Das ist so ein schlechter Trade. Okay, kann ich vielleicht irgendwie beide? Kann ich da überhaupt hin? Ich kann da nicht hin. Die maximale Verschwendung. Dafür, da schlägt mein Herz hoch. Ich muss da eins verwenden. Tja. Jetzt ist nur eins übrig. Blöd gelaufen. Es ist nur noch eins übrig? Tja. Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Ne. Ich soll das jetzt entscheiden? Ich würde es mir eigentlich am liebsten nochmal spritzen, um sicher zu gehen. Was soll ich denn da jetzt machen? Da muss ich mal in den Chat gucken. Das kann ich nicht entscheiden, Mädels. Da muss ich noch mal einen klaren Blick auf euch. Auf das Haus, es brennt hier alles. Also wer von euch... Ja, ich muss mal kurz an euch vorbei. Entschuldigung. Und an den Chat. Da sagt keiner was von euch. Sagt mal wer. Sagt mal... Da seid ihr. Sagt mal, wen ich jetzt bei jedem die halbe Dosis... Keine Ahnung, es ist ein bisschen unangenehm, ne? Finde ich eigentlich blöd, dass ich jetzt hier einfach weggehe, ja? Ach, wisst ihr, Leute,
Das wäre ja ganz schön und so, aber ich denke, ich gehe jetzt, ich habe da hinten noch so, ich habe da eine von diesen Puppen gesehen und die wollte ich noch abknallen. Ah ja, Mann, ich sehe schon, ihr wollt unbedingt, dass ich jetzt einen von euch... Also ich hätte an deiner Stelle längst mir nämlich die Spritze geholt und sie einfach genommen. Oh, shit! Alter, da wollte ich mich hinsetzen. Ich hoffe, man sieht noch alles, ja. Seht ihr, wozu ihr mich gebracht habt, Mädels? Beinahe hinzufallen im Stream. Sie sieht so ein bisschen aus, als würde sie sagen, nee, komm, gib's ihr. Aber ich kann doch nicht... Ey, ich weiß es wirklich nicht, Leute. Was schreibt ihr? Ich bin fertig. Zoe, schreibt einer. Würde abstimmen. Ah, schwierig. Nee, komm, ich entscheide das jetzt. Ich bin da jetzt einfach knallhart. Ich nehme... Mia habe ich, glaube ich, schon mal die habe ich schon mal geholfen, Mia. Ich nehme mal Zoe. Und das ist ein bisschen unangenehm, weil wir kennen uns noch gar nicht so lange. Tut mir leid. Wirklich. Aber Zoe kann uns beide in Sicherheit führen. Und dann komme ich zu dir zurück. Geh! Das ist doch die richtige Entscheidung. Ich will es nicht hören. Geht schon, ihr beide. Du hast mich mit dem Messer angegriffen. Geh! Mein Platz ist hier. Bei ihr. Mach dich nicht lächerlich. Du vergisst. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Das ist jetzt wirklich ein ganz awkward Fahrt über den das Wasser. Die Schweige. Die Schweigeminute, ja. Und wie geht's dir? Wie fühlst du dich so? Ich schicke Hilfe. Ach so, du bist ja auch noch da, ne? Wer war das eigentlich? Nie gesehen, die Person. Irgendeine, was? Maya? Maya? Danke. Ich kann nicht glauben, dass du mich gewählt hast. Auch nicht erst. Mir nützt in ihrem Zustand niemandem. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück raus. Hast wohl recht. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Mia kam mit Evelyn her. Wo hat es angefangen? Evelyn. Das Mädchen. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Dort. Das ist das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen. Was zum? Damit sind sie gekommen? Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Was zur Hölle war das? Das war sie. Evelyn will nicht, dass wir gehen. Oh, nein! Nein! Evie! Bitte! Zoe? Zoe? Zoe! Was zum Teufel? Mami, hier lang. Ich suche natürlich meine Waffen. Aber die Waffen eines Mannes, nicht die Waffen einer Frau. Seltsame Flasche. Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker-Anwesen aufwachten. Scheint wichtig zu sein.
Feldherrengeräusche. Oh nee, es geht nicht. Aber dabei bin ich doch schon. Uiuiui, ich bin doch schon so niedrig, wie es nur geht. Ey, ihr Fotzen, Limbo, Scheiße. Ja, keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Muss ich da vielleicht jetzt wirklich den Button drücken dafür? Weil ich weiß ja nicht. Muss ich den Button drücken dafür? Das hat doch bisher auch immer geklappt. Linkstick reindrücken, Rechtsstick reindrücken. Nee, das schon mal nicht. LR. Ich meine, ich muss ja scheinbar da vorne hin. Alles andere wäre dumm. Nee, also wenn das irgendwas wäre, wo ich jetzt durchkriechen müsste mit einem Buttondruck, würde wahrscheinlich einer kommen. Vielleicht. Also das kann ich nicht glauben, dass die da nicht durchkommen. Vor allen Dingen, weil wir hier, glaube ich, einfach angefangen haben. Okay. Okay, dann muss ich jetzt mal irgendwie schauen. Oh, ärgerlich. Wisst ihr zufällig? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, also jetzt muss ich mich kurz mal zurücklehnen und überlegen, was ich mache. Ich glaube, ich probiere einmal noch mal alles durch und dann werde ich ins Menü gehen und gucken, was das für ein Button ist, wenn überhaupt einer belegt ist. Wahrscheinlich ist keiner belegt. Ich habe auch noch nie, allein schon, dass ich nie aus Versehen in die Hocke gegangen bin, außer wenn ich es hier mache, scheint ja darauf hinzudeuten, dass das nicht belegt ist, sonst hätte ich es aus Versehen schon mal irgendwie benutzt, ne? Okay, nee. Ha! Mein Gott, er kniet wie ein Weltmeister, als hätte er den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Da flext er die Knie. Alter. Einmal, das ist das Schöne, dass der für 44-Jährige ist es der 34-Jährige Simulator. Einfach den ganzen Tag Knie hoch, Knie runter, Knie hoch, Knie runter. Davon kann man nur träumen in meinem Alter. Okay. Es ist traurig, weil es wahr ist. Hallo Sie, haben Sie gesehen, wie viele Kniebeugen ich gerade gemacht habe? Ethan! Ethan! Da ist er weggeschlurpt. Der Hauptcharakter. Ich bewege mich hier so gerne in diesen Welten. Ich hatte völlig vergessen, dass wir in diesem Schiff noch sind. Ich kann mich an das Haus erinnern natürlich und es war auch toll. Jeder einzelne Bereich für sich wirklich schön, nie zu lang. Und jetzt kommen so die Erinnerungen zurück an diese Ecke, aber schon gut eingerostet gewesen. Oh, Stream noch in Ordnung, der läuft noch. Und das kann man übrigens, wenn ich mich nicht täusche, in diesen Abschnitten auch so umstellen, dass ich die Lampe hier in der Hand habe. Dann kann man so wie in Resident Evil 2 gucken, die vielleicht eben im Menü gesehen, aber das ist schon okay so. Aber es macht fast noch, es ist noch immersiver mit der Taschenlampe in der Hand.
Okay. Bitte rein. Nee. Zu ist die Tür. Passiert derselben Frau. Zum allerersten Mal. Ja, seht ihr, es funktioniert einfach nicht ohne John McClane. Es ist nicht dasselbe. Obwohl, Ripley könnte das sagen. Jetzt frage ich mich aber gerade, Leute, sorry, aber bin ich Mia oder bin ich Zoe? Ich hab mir nämlich, ich bin nicht so einer, ich hab mir die Frauen obenrum nicht so angeguckt, dass ich das jetzt durch einen Blick aufs Dekolleté oder die Klamotten erkennen könnte. Da bin ich einfach ein bisschen mehr an dem inneren Werten interessiert. Deswegen fällt es mir so schwer, auch die Hände könnte ich jetzt nicht sagen. Aber ihr wisst es bestimmt, sagt es mir und ich werde es nie erfahren, denn ich sehe euch nicht. Das ist aber auch irgendwie so ein auf ewig relevanter Ort für Videospiel-Level. So ein altes, verrottetes Schiff. Ich weiß gerade nicht mehr, welches Resident Evil das war, das auf einem fahrenden Schiff auch spielte. Aber da konnte man mit einer Lightgun parallel schießen. Habe ich nie hingekriegt, aber ich habe es auch so gespielt. Das war gar nicht so schlecht, fand ich damals. Was auch schon wieder 20 Jahre her. She's not my child. Steh mal vor, du bist irgendwie so ein Zombie. Oder irgendeiner, der dich umbringen will. Und dann ist dein Opfer so. Ich meine, kannst du dann noch ernsthaft den erwürgen? Kannst du noch die innere Lebensfreude aufbringen, um den dann wirklich 10 Minuten konsequent zu Tode zu würgen? Oder rettet mich nicht eventuell so eine Reaktion im Zweifel eines Angriffs? Ja, vor etwas versteckt haben. Es hat ihm ja scheinbar nicht geholfen. Also er hat sich erfolgreich versteckt, aber es hat ihn trotzdem erwischt, oder irgendwie? Oh, Maul, bitte, da. Okay, Crewliste. Ein Captain, ein Ingenieur, ein zweiter wird Mechaniker, Konstruktionsarzt. Steht bei ihm drauf, wer es ist, aber interessiert mich das wirklich? Nö. Er sieht aus, als wäre er Kommunikations... Aber das ist eher so eine Atemmaske. Kann man nicht wirklich sagen. Vielleicht ist das auch unrelated und das hat hiermit was zu tun. Er wurde zu Alimenten verklagt und deswegen hat er Selbstmord begangen durch Schrankisierung. Schrankierung. Schrankierung bis zum Tod. Das wird dem Kind eine Lehre sein. Oh Gott. Es tut mir leid. Ich habe irgendwie heute einen derben Humor, für den ich mich nicht schäme. Das passiert, wenn man nicht sieht, wie die Reaktionen der Leute sind. Dann kann man sich alles erlauben. Sie ist in mir, sie ist in jedem. Aber ja, wir wissen ja eh schon, ne, dass da auch ein bisschen Wahrheit drin ist. Alter, guckt euch mal diesen Unterkiefer an. Der ist so richtig
abgesippscht, abgefallen. Warte mal, wie kann ich noch mal so, ne? Oh, ja. Da, der C4 bis C25 sind alle ausgefallen. Das wird teuer. Da können sie aber mal mit einigen, da weiß ich gar nicht, ob man da mit Kronen arbeiten kann. Oder Brücken. Da müssen wir wahrscheinlich einfach komplett unteren, den ganzen Kiefer, komm, ich mache ihn einfach ganz neu. Aber jetzt erwarte ich einfach überall, dass mir eine Leiche entgegenfällt. Das ist aber ein süßes, kleines Drehrädchen. Paranoid geworden dadurch, dass ich eben gestern. Beruhig dich, Kleines. Beruhig dich. Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Denke ich mal, wir spielen Mia. Das ergibt auch keinen Sinn, oder? Wie soll die denn da hingekommen sein? Andererseits sollte man das vielleicht auch nicht fragen. Vielleicht mal genauer angucken. Eieiei, die Augenhöhle komplett. Aber die Zähne sind noch gut. Der hat bestimmt immer dieses Produkt benutzt, was man da auf sein Handy klatscht, damit die Zähne weißer werden. Das habe ich bei berühmten Influencern von gesehen. Der hat das bestimmt genutzt. Weiße Zähne bis zum Tod. Eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast's gesagt! Warte! Ich habe das Warten gesagt. Nee, jetzt komm! Ich wollte eh hier lang. Ich wollte ganz dringend auf die andere Seite. Schnell. Irgendwas, eine Waffe? Ernsthaft? Okay, immerhin. Ja, toll. Okay.
Okay, Sicherung. Also der dreht sich ganz schön komisch. Da habe ich nicht genug Zeit, glaube ich. Der hat mich auf jeden Fall gesehen. Nee, weg. Ich hab das mal aufgenommen, noch die Schublade aufzumachen. Ne? Schnell weg, schnell weg. Oh, kurz mal durchatmen. Ihr seid noch da? Sieht gut aus. Okay, bevor wir da lang gehen, gehen wir erst noch mal eins hoch, ist ja klar. Ach. Das sieht interessant aus. Okay. Okay. Dritter Stock ist es also. Sieh's dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Mia Winters in der Cabin aufgenommen. Alan, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du?
Okay. Und jetzt haben wir wieder einen kleinen Zeitsprung. Abteilung, oder so. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiterin Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb Evelyn, also sie hat wohl dafür gearbeitet, ne, für diejenigen, die das kleine Mädchen ja, verwahrt haben, könnte man sagen. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Sollte die Mission irreversibel scheinen, ist Evelyn zu beseitigen. Das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass es nicht um das Mädchen geht. Also schon ums Mädchen, aber nicht wirklich um die Familie und dass es auch nicht wirklich eine Familie ist. Kann ich da was reinpacken? Ja, sollte ich? Nein. Wie ist denn das jetzt genau? Das Messer kann ich endlich nehmen. Aber kann ich denn jetzt? Nee, jetzt kann ich nämlich nicht zwischen denen umherschalten. Normalerweise geht das durch Doppeldruck nach unten, dann schaltet oder gedrückt halten und schaltet auf die untere. Aber hier ist halt leider noch keine. Wie kann ich denn die anders zuordnen? Das würde ja auch schon reichen. Na, das geht leider nicht. Wenn ich hier drücke. Na, wenn ich jetzt irgendwie. Nee. Ja, das ist ja ärgerlich. Dann muss ich das Ding vielleicht tatsächlich in die Kiste legen. Was mich auch ärgert. Oder wir machen es mal anders. Genau. Ah, jetzt habe ich es. Genau. Oben. Kann ich denn das Messer. Kann ich das nicht. Ist ja voll assi. Ich kann das nicht auf den rechten so legen, einfach. Aber das Maschinengewehr habe ich jetzt wo? Rechts. Ihr verarscht mich doch. Das sind beides Knöpfe, die ich nicht bedienen kann. Gib mir doch einfach oben und unten. So, das war doch bisher auch kein Problem. Okay, ich muss hier kurz. Das ist halt echt blöd. Das ist wirklich mal dumm, ey. Ich habe eine Idee. Ah, okay, das kann ich nicht verstauen. Ich könnte die Munition. Nee, manchmal packt er die, nehme ich dann auch in die falschen Slots. Oh, ist das blöd. Warum habe ich es nicht einfach so gelassen, wie es eben war? Na gut. Dann können wir jetzt halt nur mit dem Messer kämpfen, bis wir eine weitere Waffe finden. So ist das halt. Challenge-Modus. Tut mir leid, wenn du das dir jetzt noch einige Male angucken musst. Nee, das ist ja klar, dass das jetzt nicht geht. Da brauche ich wahrscheinlich irgendeinen Special Crank. Eindeutig mehrere von diesen Schlüsseln. Das wird, glaube ich, noch relevant, dass man hier auch in diesem komischen viereckigen Gang sich bewegt. Ich glaube, ich werde es hier noch verfolgen. Moment. Ach, das ist die Mitte einfach. Okay. Da können wir gleich mal rein und gucken. Da ist ja noch ein bisschen Chemikalien. Ulala. Ja, Pillen. Da bin ich nicht wählerisch.
das hier war natürlich... Oh, okay, kann ich nicht aufmachen? Hier vielleicht? Okay. Hier können wir wohl hoch. Aber ich glaube, vorher haben wir noch ein paar andere Sachen uns anzugucken. Übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay, wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Da wachsen die dann offensichtlich raus. Das haben wir ja durchaus schon gesehen. Jetzt wissen wir auch, dass das eben aus dem Gesapsche des kleinen Mädchens kommt. Na gut, hier kommen wir eh nochmal zurück, denke ich. Irgendeine Form von Munition wäre halt wirklich ganz schön geil jetzt. Ich meine natürlich Waffe, die ich noch extra hier reinpacken kann, aber ich könnte auch mal schauen, was das jetzt eigentlich... Moment. So. Nee, ne? Was wollte ich überhaupt gerade damit? Worum ging es gerade? Ach ja, genau, die Waffe auswählen. Mal wieder hier. Okay, das hat jetzt nicht viel geholfen. Oh, 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 das hat uns überhaupt nicht geholfen. Oh, renn, renn, renn. Was sagt? Nix. Renn, renn, renn. Deswegen, ne? Deswegen ist es ein Rundgang. Das ist ein Renngang. Okay, da ist wieder dieses Ding. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, alles einmal gesehen, aber ich habe immer noch keine Lösung, wie ich hier weiterkomme. Ah, das dumme Mädchen. Bleib doch mal stehen, du Sau. Klick, 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 klick. Nee, das hat auf jeden Fall nicht geklappt mit den Waffen. So, ich starte das Vertical und dann drücke ich noch. Nee. Ja, das ist wirklich ärgerlich, aber egal, immer noch ein Messer. Hey! Messer ist voll die dumme Idee, ey. Ich muss wirklich gleich mal was machen. Aber jetzt könnte ich alle Kisten endlich mal zerstückeln. So, wir suchen jetzt erstmal Speichermöglichkeiten. Hinaufklettern. Ja, okay, das merke ich mir fürs nächste Mal. Kann ich hier durch, bitte, kann ich hier durch. Ah, shit! Tut mir leid! Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen abgelenkt. Ich will ja eigentlich in den Aufzug. Vielleicht dreht er um und kommt da nicht mehr lang und dann kann ich da nämlich hin. Kann ich endlich noch schön speichern nochmal. So. Wie schaffe ich es? Okay, das geht nicht. Wie schaffe ich es, das jetzt einmal so anzuordnen? Nee, gar nicht. Jetzt
ist es rechts. Warum ist es immer irgendwo anders, links und rechts? Einfach mal oben. Okay, wenn ich das vorher nehme, ist es links. Okay, ich habe also wirklich nur links und rechts. Das ist so dämlich. Ach komm, nimm doch einfach irgendwie die Waffe mal in die Hand. Ja, was war's denn? Das, jetzt hat's geklappt, ne? Oh, er hat sie wieder runtergenommen. Was war's denn? Ich weiß genau, ich hab sowas gemacht hier, so gedrückt. Oh. Ich werd wahnsinnig. Man muss das immer erstmal neu lernen hier. Ich werd irre. Okay, damit löse ich das Ding aus. Und was habe ich dann noch? Okay, damit gehe ich runter. Das drücken, nee, das schießen auch nicht. Das A, das X auch nicht. Das und den Grabsch auch nicht. Mehr habe ich doch gar nicht. Okay, der linke Stick. Ah, ich weiß warum. Ich weiß warum, verdammt nochmal. Ich weiß wirklich warum. Ich bin teilweise überrascht, dass mir sowas dann doch noch irgendwie einfällt. Nee, ich dachte, es wäre wegen dem Spiegelungsmodus. Aber das ist doch der rechte. Warum ist es dann beim linken? Na gut, okay. Jetzt wissen wir es aber. Das drücken und dann den rechten und dann hat man das. Uiuiui, tut mir leid. Ey, Digga, ich weiß auch nicht. Aber komm, am Ende geht's ums Überleben. Aufzug. Ach nee, zwei ist ja hier. Uff, sind wir noch da? Sind wir noch live? Wir sind noch da. Cool. Ach, schön. Es ist wirklich heiß hier, weil ja heute einer der heißesten Tage des Jahres ist. Nur noch gefolgt und getoppt von morgen und gefolgt und getoppt von übermorgen und wahrscheinlich jedem weiteren Jahr seit jetzt. In 10 Jahren werden wir sagen, das waren Luxustemperaturen heute hier. Edle Luxustemperaturen, als wir noch nicht jeder die Körperklimaanlage hatten und draußen im aufgeblasenen Vollkörper-Anorak rumliefen. Aber geil, Alter, was eine Wucht! Ja! Nur noch das jetzt. Ab jetzt nur noch MG. Okay, der hat viel ausgehalten, ne? Na, ich will immer zu cool sein und warte immer ein bisschen, aber ich sollte früher schon losballern. Aber ich will die Momentum, offen gesagt, mir ist dann auch ein bisschen ausreizen. Ich glaube, hier mit dieser Mod wäre der Mercenary-Modus eigentlich mal ganz geil. Aber ich kann ja bald, wenn ich hier durch bin, spiele ich natürlich irgendwann auch direkt Resident Evil 8. Habe ich auf jeden Fall für mich schon fest vorgeplant. Und das wird dann ja nur Geballer. Da ist dann ja kaum noch Grusel dabei, sondern einfach blankes Überleben. Ja, wo willst du denn jetzt hier runterkommen? Oh. Hier ist doch gut.
Okay, das müssen wir wirklich mal bekommen, langsam. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmelzen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Auf. Das sind doch nur irgendwelche Fruchtsäfte. Proteinrings. Ach nee, okay, irgendein Ätzmittel. Nee. Irgendwo weint jetzt George McCrade sich langsam in den Schlaf, wobei er eigentlich glücklich sein kann. Weil er ja mit jedem Mal was verdient. Okay, ich dachte, da brauche ich einen Crank, aber nein, wir ätzen einfach das Schloss weg. Und da wissen wir auch schon gleich, da sind noch zwei andere Türen, die haben wir eben schon gesehen. So böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Na, hm. War klar. Der alte dumme Trick. Evie, warte! Evie, wie soll ich denn deine Mami werden, wenn du hier mir irgendwelche Schleimklumpenmonster auf den Hals hetzt? Ich habe wieder keiner gefragt. Okay, da ist jetzt irgendwie zu. Ja, klar, ne? Das geht nicht auf. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir nur Sorgen, wie du Emily zurückbekommst. Hier waren wir ja schon. Laufe ich also wahrscheinlich zurück gerade. Aber wenn die Monster da sind, ist es ja ein Indikator.
Alter, du bist nicht mehr als ein Teppich. Bleib einfach liegen jetzt. Mein Gott, ey. Theatralisch wie ein Fußballer. Du hättest auch einfach sterben können, ne? Hätte jetzt keinen irgendwie. Hätte jetzt keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Aber dieser Qualm sieht gut aus. Der ist zwar zweidimensional, aber in diesem Kontext sieht er toll aus. Okay, okay, hätte ich vorher auch. Man hat so Panik. Alter, warum haben die alle so ein Teil und artiges. So ein Schlagarm, so ein Prügelarm. So ein Mike Tyson-Arm. In der Rick Morty-Folge, wo Morty diesen Arm bekommt von dem ehemaligen Gladiator. Puh, also ich habe vieles von dem vergessen, aber es ist trotzdem irgendwie. Aber dass die jetzt original als ihr mystifiziertes Überwesen mit dem Aufzug fährt, kann ich irgendwie nicht ganz ernst nehmen. Aber irgendwie müssen die Entwickler ja auch nachladen. Okay, alles noch da, Technik noch da, ihr seid auch noch da. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Oh! Mann, will man einmal eine Sekunde in den Chat gucken, sofort hängt man den im Aufzug fest. Ne, hier um die Ecke. Eevee, okay, Eevee. Wenn ich hier speichern kann. Alan, wo zur Hölle bist du? Soll ich die jetzt mal alle mitnehmen? Ach ne, eigentlich nicht, ne? Ist ja einer. Weiß ich gar nicht. Nee, aber ich könnte es halt in der Kiste auch zurücklassen, wahrscheinlich für den nächsten, für die nächste Geschichte, wenn ich dann nochmal reinkomme. Aber nö, ich benutze das jetzt lieber. Dafür ist es da, dass wir ihn zurücklassen. Hiervon auch. Und hiervon, nö, ich nehme sie mal mit. Bin mir nicht sicher, da waren ja noch andere Türen. Vielleicht sollte ich mir diese anderen Türen jetzt auch nochmal gönnen, während hier alles auseinanderfällt. Gucken wir doch mal schnell, ob wir die finden. Aus dem Weg, Tür! Da, Säure! Bomben mit Fernzünder, die kann ich sicherlich nicht gebrauchen. Da habe ich ja auch schon welche. Wenn ich nur wüsste, wie ich sie aufrufen kann. Wie dumm. Ja, der war jetzt wirklich das Problem, dass ich natürlich keine Muni mehr hatte und die andere Waffe wieder nicht wechseln konnte, aber wir haben es weit geschafft. Bis wir jetzt mal wieder gestorben sind. Da hätten wir vielleicht eine von diesen Bomben mal benutzen sollen, ja. Hm.
Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich hier. Jetzt gerade kommt das Ding gar nicht. Alan? Alan, wo zur Hölle bist du? Okay. Wenn ich jetzt das drücke. Nee, leider nicht. Er akzeptiert. Okay, irgendwie geht's, aber ich verstehe. Okay, gut. Ich glaube, ich muss. Nee. Ey, wirklich, das größte Mysterium in diesem Spiel ist, wie diese Geschichte hier funktioniert. Ich drück das. Ich kann wirklich, mal geht's mal nicht. Wenn ich dann, genau, ich drück drauf und dann den Stick. Normalerweise ist das ja dann quasi rechts, jetzt ist es links, soweit okay. Aber warum geht denn dann das rechte nicht? Das ist so schade. Okay, aber wenn ich vielleicht. Nein, ich muss mal noch was anderes. Immer nur das links. Ja, dann es ist wirklich dumm. Dann muss ich es jetzt aber wieder so einstellen. Ne, komm, wir machen jetzt erstmal so. Es ist voll dumm. Wir machen es jetzt erstmal so und machen das Vieh damit alle. Das ist wirklich nicht gut. Naja, ich freue mich schon, wenn ich endlich Resident Evil 8 spielen kann und da dann einfach ein perfektes Feeling habe. So, es ist wirklich so ein halbgares Ding im Moment und gerade wenn man so zeigen will und es einen immer wieder rausreißt. Das machen wir nochmal schnell, genau. Und da ist noch eine weitere Tür. Die holen wir jetzt auch noch. Ich glaube sogar, ich komme mit diesen Bomben ganz gut klar. Da kommt einer. Dumm. Irgendwie will er jetzt nicht mehr. Warum ist denn jetzt das? Ah, okay, weil er wieder will. Ja. Ja, immerhin nicht B zu zünden. Okay. Das ist wirklich alles so scheiße. Das ist scheiße. Okay, ich muss das Ding. Also, ja, ja, okay, jetzt habe ich verstanden. Okay, jetzt muss ich X drücken. Ich weiß doch nicht, was X ist hier. Ich habe doch einen völlig falschen Controller. Na gut. Hauptsache, ich bin dran vorbeigekommen. Also das üben wir noch mal besser. Zu ist die Tür. Da war noch was, ich wusste es doch. Guck mal in den Chat, ob einer von euch weiß, wie man das jetzt am besten macht. Vielleicht hat ja jemand früher richtig. Ja, da sind jetzt andere Sachen falsch, aber das soll mir jetzt egal sein. Okay, aber was machen wir? Ja klar, upstairs. Ist ja nicht so, als ob ich da nicht hoch wollen würde. Scheiß Aufzug geht doch wieder nicht, weil hier nie irgendein Aufzug geht auf dem Kackkahn hier. Das war da was. Ich hab's wieder gesehen. Na toll, wieder keine Muni mehr. Jetzt fängt wieder das Spiel an, ob ich schaffe, rechtzeitig die Sachen zu wechseln. Nein, geh weg. Hier runter und dann hoch, wenn der an mir vorbei ist. Ah, jetzt kann ich hier nicht mehr in die Hocke. Das wird aber besser. Jetzt habe ich natürlich meinen alten Kram, wo ich nicht mehr in die Hocke kann, aber das soll mir jetzt alles egal sein. Hat sich alles nicht gelohnt, dass ich den ganzen Kram geholt habe, ey. Es gibt einfach keinen Weg. Du kommst hier hin, dann ist das. Da ist das Geschmäuse. Hier ist der Gang, genau, der führt ja eh nur in die Küche. Das nehme ich nochmal mit.
kann ich den reinlocken und dann dadurch abhauen, aber das ist klingt auch nicht so viel. Okay, dann gucken wir doch in dieser Ruhepause hier kurz mal, wie ich das hier nehmen kann. Wieder nicht, ne? Doch, immerhin. Nee, okay. Jetzt die andere. Das ist natürlich jetzt auch wieder dumm. Weil ich das ja verändert hatte und dann wieder zurückgeändert hatte. Mann, heute läuft wirklich alles schief. Keine Minen heute. Für den Morgen. Da oben. Sogar ganz schnell. Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Mischstück. Nie hat sie... Okay, warte. Evie! Alan, hör zu! Ich hab's nicht so gemeint! Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen! Du musst sie bekämpfen! Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Okay, sie ist wirklich in allen von uns. Ja. Sie schleimte mich voll. Das kriegt keine Hautcreme mehr hin. Okay. Genau, ich muss mal kurz ein letztes Mal schauen. Das ist ja wirklich, ich weiß, aber ich kann jetzt halt viele Sachen nicht. Ich kann nicht in die Hocke gehen, ich kann nur rennen endlich. Für eine Runde Fortnite ist immer. Ethan, du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Okay, jetzt wissen wir also auch,
warum wir hier sind und wie es passiert ist. Es ist aber auch ganz schön frech. Sie hätte auch einfach gar nichts sagen können. Ne? Also da muss man auch mal ehrlich sagen, da hätten wir wahrscheinlich einfach irgendwann normal angefangen weiterzunehmen. Aber nein, sie musste ja nochmal eine letzte WhatsApp-Nachricht schicken. Ne? So nach dem Abtrennen. Nochmal schön in die Eier treten. Oh, Hilfe hier, ich bin mutiert, aber kümmere dich nicht um mich. Was ist jetzt los? Wir werden für immer zusammen sein. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Wow, das war auf jeden Fall jetzt auch ein langer, spektakulärer und auch emotionaler Part, den ich gar nicht mehr so richtig wusste. Aber ja, doch, jetzt kommt alles wieder, ne? Die ganzen Verbindungen hier und eigentlich ist sie ja echt ein armes Kind, eine arme Sau. Aber man kann es nicht ändern. Jetzt muss sie auch dran glauben. Jetzt hat sie schon zu viel Scheiße angerichtet. Ist ein bisschen dieselbe Story auch wie in 4. Da gibt es ja doch ähnliche Parallelen, würde ich sagen. Auch nicht nur, weil Alma auch so ein bisschen kleines Mädchen mit schwarzen Haaren ist, so, sondern einfach nur auch, weil... Mal kurz gucken, was... Ich weiß, hier oben ging es nicht weit, aber warum eigentlich noch? Ach, wegen dem Ding. Ja, und so diese geisterübersinnliche Fähigkeitskiste. Aber hier ist es viel cooler, finde ich, mit diesem ganzen Wurzelschleim-Schlammschmodder, der aus ihr so rausquirlt und in alle Monster, in alle Menschen rein und sie zum Monster machend. Auf jeden Fall eine Veränderung zum üblichen Zombie-Virus. Ich hätte aber gerne, im Endeffekt hätte ich wirklich gerne mal irgendwie eine Waffe jetzt. Aber gut, das soll nicht kommen. Das soll nicht kommen. Haben wir denn alles hier wirklich abgehakt? Nee, warte mal, hier ist doch noch der Aufzug. Den kriegen wir aber nicht. Ah, da genau, wir können ja durch die Leiter. Da seid ihr. Gleich. Das hat schon eine ordentliche Gruselatmosphäre, so ein verlassenes Riesenschiff. Ja, ich kann nicht anders. Ich habe wirklich nach gestern richtige Angst, dass das hier plötzlich abbricht.
da ist die Tür, ne, von der wir letztes Mal noch gesprochen haben. Ah, Mann, ich hätte so gerne irgendwas. Irgendeine Waffe. Ja gut, es soll halt nicht sein. Man muss ja auch nicht alles mitnehmen. Scheiße, brauchen wir einen Schlüssel für. Ja, die will ich haben. Was ist da unten? Das sieht auch gut aus. Das sind die Bomben, glaube ich. Der heilige Kreuzschlüssel. Und natürlich die Karte des Schiffs. Oh, kurz mal ein kleiner Kontrollguck. Oh. Sie ist kein Kind, sie ist Schimmel. Oh. Da bist du plötzlich Schimmelkind und trotzdem hört das Mobbing nicht auf. Jetzt sagen sie, du bist Schimmel. Das ist doch ihr Hauptproblem gewesen, Leute, das Mobbing. Versteht ihr das denn nicht? Ja, wir müssen was finden. Ich gehe hier nochmal durch, guck nochmal rechts irgendwo in den dunklen Ecken. Da seht ihr nichts. Nee, da ist nichts. Gerade hier, hier müsste doch was sein. Drück mal, weil hier gesagt wurde, ah, aber ich weiß nicht, was sie da machen will. Was soll man denn hier machen? Nee, irgendwie. Irgendwie will ich das nicht. Aber mehr Wege gibt's auch nicht. Ich brauche hier den Schlüssel in der Kajüte. Echt nirgendwo was hier? Krass. Kannst du glauben? Na gut. Aber ist nicht eigentlich auf beiden Stockwerken da? Ach ja, genau. Ach, ich habe die ganze Zeit den Rechner vergessen. Der ist natürlich, der führt ja die Story weiter. Vielleicht funktioniert er noch. Tipp, 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 tipp. Ethan. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Und das ist Deck. Okay. Oh! Leg eine Hand! Hör auf, Evelyn! Verdammte Halluzination! Wo ist sie? Wo ist die Treppe? Da. Ach so, da geht's aber nicht weiter. Gut, da muss ich tatsächlich da runterhüpfen. Geronimo! Ah.
Louis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber dafür mussten wir schon etwas auf der Krankenstation im dritten Stock reparieren. Du musst Dr. Weddle danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Dwayne. Okay, also irgendwie in Gang bekommen, aber wir haben eine Sicherung nicht und ein Netzkabel nicht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch, holen uns das Messer. Ja, okay. Super, ich hab's oben. Mit dem. Ja, genau. Mit oben. Wird man dich loben. Es geht. Aber das hilft natürlich überhaupt nicht. Ne? Hätte ich wahrscheinlich wirklich die Sachen in der Kiste lassen sollen, ne? Ich weiß es gerade nicht. Nee, ich bin ja immer noch sie. Okay. Dann kombinieren wir das jetzt mal hiermit. Und jetzt haben wir Maschinengewehr und Pistolenmunition, die uns aber beide nichts bringen, weil wir können beides nicht haben. Wir haben immer noch die Gewebeproben, behalte ich mal. Ja, das Ding hilft mir halt einfach nicht, ne? Das bringt mir nichts. Aber es lässt das Messer immerhin auf oben. Also lasse ich es mal so. Puh. Hm. Noch etwas Säure. Oh ja. Messer! Okay. Dann wird noch irgendwo eine Kiste. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Nee, hier sind die ganzen Sachen, die wir 100 Mal schon gesehen haben. Okay. Nichts wirklich Spannendes. Okay. Oh, hi! Simon Kretschmer, Türmann. Richtig. Nein, leider nicht. Hinter mir, es ist hinter mir. Auch nicht mehr in die Hocke, habe ich wie gesagt. Ah. Oh. Nee, der B-Button ist aber voll wichtig, merke ich gerade. Sonst kann ich das Menü ja gar nicht aufrufen. Oh nee, doch, kann ich hiermit. Okay, gut.
Shit. Ich hab das Stockwerk verpasst. Clowing. Ach komm, ihr spinnt aber auch wirklich. Ihr seid doch völlig bekloppt. Ich hab doch gar keine. Ich hab kein Nix. Keine Muni. Was hab ich da überhaupt mitgenommen? Von diesen Dingern ich habe, ne? Drei Dietriche und schon lange nichts mehr gefunden, was irgendwie wie ein Schloss aussieht. Ja, dich kann ich leider mir auch nicht leisten. Ja, wobei ich könnte wieder Munition bauen, aber ich habe ja keine Waffen. Kurz gucken, ob alles noch da ist. Seid ihr auch noch da? Schimmel kommt überall rein. Oh, das war gerade echt meine Rettung, hier diesen Raum zu finden. Hm. 16 Jahre seit dem Albtraum von Raccoon City leiden die Überlebenden immer noch. Capcom leidet auf jeden Fall nicht darunter. Nur die Minen benutzen könnte. Okay, wir wissen ja, was wir machen müssen. Wir müssen für ganz oben noch den Schlüssel finden. Was war nochmal genau hier? Ah ja, okay, die Sachen. Wir müssen ja eigentlich runter. Was muss hier nochmal rein?
Toxin. Ach so, okay, das ist das Ding, mit dem man, ja, das haben wir ja schon kennengelernt, mit dem man diese Probe herstellen konnte. Also dieses Gegengift oder wie auch immer man es nennen will. Okay, von oben. Bringt mir nichts, ich muss hier eigentlich runter. Aber jetzt habe ich die abgelenkt. Vielleicht kann ich jetzt hier durch. Das brauche ich. Und darunter muss ich halt auch. Genau, okay. Ich glaube, ich komme nicht dran vorbei. Ich muss hier runter. Okay, machen wir. Nee, runter. Okay, das war dann halt wahrscheinlich, weil ich B falsch belegt habe. Ja, das ist B. Jetzt wissen wir also auch, wo B ist. X haben wir noch nicht. Oh shit. Ich erinnere mich an die Ecke hier. Oh, komm. Wie lustig, warum habe ich denn keine Waffen? Sollte man hier keine Waffen haben? Hat sie nicht die MP gehabt? Wo habe ich die denn hin? Ach, super geil. Nur noch geil heute. Ja, das habe ich jetzt dann wirklich, das überrascht mich jetzt gar nicht. Aber jetzt mal ernsthaft, wo ist denn meine MP, die ich hatte? Wieso spielt man auch mit Mia, wenn man Zoe gerettet hat? Ja, das ist natürlich so ein Punkt. Oh. Oh. Kann man sich natürlich fragen, aber man sollte halt natürlich die Freundin retten. Puh. Alter. Nanu? Ah, okay. Stich! Okay. Waffenschrank in der Kapitänskabine. Okay. Ja, hätte ich mir jetzt natürlich das sparen können. Komm, jetzt komme ich nicht mehr hoch, oder? Doch. Okay, also gehen wir nochmal in die Kapitänskabine ganz oben und holen uns die Waffe. Gehört aber auch zu jedem Resident Evil dazu, der Wechsel der Charaktere. Dass man mal den auch mal eine Weile spielt, dass man den sekundären Charakter auch mal für eine Weile bekommt. Das mag ich eigentlich immer, das gibt es ja nun wirklich schon immer bei Resident Evil. Eigentlich haben sie es seit dem ersten Teil, weil man ja von Anfang an eben auswechseln konnte, mit wem man starten will und so. Und die haben das irgendwie gut zu ihrem Markenzeichen gemacht. Finde ich auch schön. Es ist auch nie zu lang, zu kurz, es passt immer gut. Kapitänskajüte ist auf der rechten Seite. Immer. Jetzt will ich aber auch belohnt werden. Hä? Falsch. Haha. Boah, da fliegt das Gewürm an mir vorbei. Das geht jetzt nicht mehr nachladen, okay. Was ist denn jetzt nachladen? Ja, ist ein bisschen doof. Ich habe in meiner schönen Panik vorhin, weil es so lange gedauert hat, habe ich natürlich alles wieder verstellt jetzt, was eigentlich cool eingestellt war. Nachladen ist jetzt quasi auch nicht mehr, na gut. Aber ich muss das irgendwann nochmal einstellen. Vielleicht bin ich aber auch vorher schon fertig. Das kann natürlich auch gut sein, dass ich vorher fertig werde und dann ist es gar nicht mehr nötig, weil es eben nur hier so ein Problem macht. Eine Waffe, jetzt muss ich ganz runter und vorher würde ich gerne mal speichern.
Sagen wir doch mal ehrlich, speichern wäre gut. Und was mich ärgert, dass wirklich gleich diese Minen nicht benutzen kann. Weil die wären, glaube ich, richtig sinnvoll jetzt. Und da, ne? Da ist das Ding. Oh. Komisch. Nichts. Nichts zum Heilen dabei. Der Frauenschrank. Da ist doch auch was drin. Oh, schön. Heißt das, wir haben hier noch gar nicht geguckt? Nee, es war nur die Ecke. Okay. Ah, okay, aber wir gehen trotzdem noch mal kurz hier lang. Da, oh, oh, oh. Ja, da blutet er aus. Und er hat's verdient. Nur gute Sachen gerade. Gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Dietrich, okay, hier brauche ich den Biederich. Okay, wir kommen gleich nochmal wieder. Mit Dieter. Hey, was ist das? Was war das? Achso. Hab ich nicht mehr. Brauche ich vielleicht nochmal. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Jetzt muss ich nochmal zu einer Kiste, nur um den Dietrich zu holen. Aber das ist eben, das sind die Extrawege, die sich dann lohnen. Nur leider haben sie vergessen, hier eine Kiste reinzupacken. Das wäre echt gut. Ich speichere mal, weil ich weiß nicht, ob ich den Weg zur Kiste überlebe. Da ist ja recht viel los hier. Oben war eine, aber unten will ich eigentlich hin. Kann ich gleich mal unten welche wegballern. Gut, dass der immer andersrum steht. Der Muni weg. Das kann man schon lesen. Das aber haben wir noch nicht. Okay, komisch, ne? Mit der Munition da. Also wir haben das Maschinengewehr. Hier ist die Munition. Pistole brauchen wir nicht. Haben wir eh nicht. Das Ding kombiniert mit damit. Und noch ein Kraut, jawohl, eins davon bitte, das kombiniert. Eben. Die Dinger heben wir uns auf, das Pulver und so. Dietrich haben wir dabei. Ich dachte, okay, dann ist er neu. Ich bin gerade jetzt erst dabei. Okay, einmal kurz. Und dann können wir speichern und es endlich nach unten wagen. Nee, erstmal nach oben. Stimmt. Da war doch noch was. Wir haben ja oben noch die Kiste mit dem Dietrich. Okay, dann gehen wir den Weg einfach noch schnell zurück. Wenn ich das so weitermache, falle ich für den scheiß Stuhl runter. Oben war die Kiste. Oben, denke ich. Ja, ganz hoch kommen wir nicht. Da war es doch wieder. Thank you.
Ach nee. Da war's. Gimme, 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 gimme. Ach, na gut, okay. Kann man machen, aber am Ende ist es trotzdem nur eine antike Münze für irgendwelche Specials. Die sind wichtig, aber ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, ich komme da gar nicht mehr zurück. Also der Wohnwagen, der ist doch schon mittlerweile kilometerweit hinter mir. In dieser Schublade ist sicher nichts Wichtiges, die kann ich mir sparen. Na endlich. Das ist gut. Leider habe ich die Muni jetzt natürlich nicht dabei, ne? Oh, wie geil! Was für ein Glück! Ach, mal ein bisschen stehen ist vielleicht ganz gut. Die brauche ich. Und die habe ich ja nur hier reingemacht, damit die Tür aufgeht. Mittlerweile gibt es aber andere Wege. Das ist, glaube ich, ganz gut. Endlich. Endlich wurde der Kiste Schmerzen zugefügt. Mit dem Messer, so wie es Brauch ist. Das Ding ist immer noch da. Ach, letztes Mal bin ich gestorben. Ich muss mal gerade ein bisschen. Oh, was ist los? Ich sehe gerade, was ist los? Moment, irgendwas ist passiert. Rocket Beans! Die Rocket Beansies, ey, liebe Bohnen. Ich spiele gerade Resident Evil, ihr seht es, Resident Evil 7 mit einer Mod im VR mit Pulsmesser. Und ja, das ist wirklich mein Puls. Fühlt euch alle begrüßt. Und ja, vielen Dank an alle, die jetzt hier zugucken wollen vielleicht. Habt ihr gestern, sind schon Rocket Beansers vorbeigekommen. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe natürlich wenig Möglichkeit, auf euch einzugehen, weil ich einfach in meiner eigenen Welt bin. Und ich habe auch noch nur dieses Messer. Nee, ist gelogen. Ich habe auch noch hier so ein Ding. Aber es ist bisher ein harter Kampf gewesen hier in diesen Innereien des verlassenen Schiffes, das wiederum diverse Mysterien beherbergt, die ich aber zum Großteil auch schon ausfindig gemacht habe. Also eigentlich muss ich nur noch, kann hier nochmal zeigen, wo wird das nochmal angezeigt? Moment, da. Zur unteren Ebene gehen und Ethan retten, die Tür mit Ätzmittel öffnen, den Fahrstuhl reparieren, das Kabel auf der Krankenstation finden. Haben wir alles noch nicht, aber dafür haben wir Muni gefunden und eine Waffe. Und das ist doch wirklich am Ende das, worauf es ankommt.
ich war hier auch schon mal in einem Flashback mit einer anderen Person. Ah, da könnte ich jetzt die... Aber nee, die Sicherung ist ja wahrscheinlich... Die wird woanders gebraucht, ne? Im Aufzug nehme ich. Ich habe mich nur gefragt, was die halt hier auslöst. Ob die hier nicht vielleicht auch irgendwas aufmacht. Das sieht nicht so aus. Liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr lang nicht gesehen. Das Meer ist so langweilig hier. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffs zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen, was der wohl befürchtet. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken. Ich vermisse dich. In Liebe, Jim. Den ich wahrscheinlich hier bereits massakriert habe, in seiner Mutantenform. Ist es schon zu spät. Aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Oder habe ich mir nur das eingebildet? Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich. Vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen und sah, wie Clark von einer Art schwarzem Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauere ich bei den Kojen, schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert nun auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich wieder nach draußen zerren. Und das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Giovanni Finetti ist wahrscheinlich finito. Nein, will nicht klettern. Ich wollte gar nicht hoch. Aber wenn ich schon hier bin, kann ich immerhin eine Sicherung austauschen. So, jetzt fehlt nur noch hier ein Kabel und das gibt es, wenn ich mich nicht täusche, oben beim Kapitän. Auf der Krankenstation. Dritter Stock. Ja, komm, aber wir gehen doch nochmal ganz runter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht doch noch was übersehen habe. Da waren doch jetzt schon noch ein, zwei Türen, wo ich glaube, ich war da schon. Aber ich möchte es trotzdem nochmal sicher gehen. Oh. Ihr seid noch da? Okay, Leute, Grüße. Hab ich die 111.011? Ey, wir haben die 111.111. Das freut mich. Da habe ich natürlich ein bisschen gelogen. Denn gestern Abend hatte ich sie noch gar nicht, als ich das geschrieben habe. Aber ich dachte mir, je länger ich das lasse, desto wahrer wird es. Und so ist es dann auch gekommen.
Okay, ich glaube, ich habe hier alles. Jetzt gehe ich nochmal rückwärts alles durch. Hier war das, genau. Das brauchten wir, deswegen müssen wir überhaupt hier runter und oben dann den Kabelstrang. Aber hier zum Beispiel. Seht ihr? Da ist aber keine Säure mehr. Ist irgendwie ganz cool gemacht, dass sie einem mit der Säure auch die Wahl lassen, welche Türen man aufmachen will, in welcher Reihenfolge. Man kann also, wenn man vorher schon weiß, welche, klar, dann kann man die richtigen auswählen. Aber es geht auch darum, dass man so ein bisschen die Wahl hat. Bei Wichtigkeiten wie diesen Türen, die ja trotzdem wichtig sind. Ne? Wichtigkeiten werden zu Wichtigkeiten. Okay, also hier ist nichts. Das hatten wir jetzt alles mehrfach. Ich spreche noch einmal ab. Und dann gehen wir ganz nach oben. Ich kann mich gar nicht erinnern, im dritten Stock was verpasst zu haben. Vielleicht haben wir den ganzen dritten Stock nicht gesehen, weil der dritte Stock ist, wenn ich jetzt mich hier so nach oben bewege, ganz oben. Und hier müsste er, glaube ich, sein. Und der letzte Stock ist oben dann diese Kapitänskajüte. Hier, der dritte Stock. Und hier suchen wir einen Kabelstrang. Weil hier waren wir wirklich überall schon. Ne? Da haben wir schon mehrfach uns umgeguckt. Ah, okay, und da war wieder eine Tür. Und da brauchen wir wieder Säure. Aber wo ist denn die Säure, verdammt? Das ist vielleicht eine gute Idee. Ich nehme mal dieses Aufspürmittel. Und dann sieht man nämlich wie hier, sieht man Items, aber dummerweise sind die jetzt gerade nirgendwo, wo ich bin. Aber das ist gar keine so dumme Idee, diese Dinge auch mal zu benutzen, um sich die fehlenden Items zu sichern, weil jetzt suche ich nämlich genau sowas, ein Item. Da drüben. Gehen wir einmal auf die andere Seite. Da kommt man nicht so einfach hin, seht ihr? Komm ich einfach nicht hin. Unter mir waren auch noch Items. Ja, jetzt ist schon wieder vorbei der Effekt, aber ich glaube, das war hier. Ich habe aus Panik die falsche Waffe genommen. Hui, immer dasselbe mit den Typen. Da fällt er in sich zusammen. Gibt nicht viel her, wenn man das Vieh vom Stiefel abgekratzt hat. Okay, hier ist offensichtlich was Geiles. Wie kriege ich das, verdammt? Vor allem jetzt bin ich wieder auf dem zweiten Stock, ne? Ich will doch eigentlich in den dritten und da endlich die Sachen einsammeln. Die Geschichte. Okay. Ja, ich dachte halt wirklich, hier wäre noch ein Item gewesen. Irgendwo hier, man hat es halt nicht gesehen, wo genau. Aber es scheint auch kein wichtiges zu sein, glaube ich. Sonst wäre das präsenter platziert. Da
vielleicht noch irgendwas? Nee, auch nicht. Da! Mann, klar, eben bin ich nur noch dahin gerannt. Ja, ja, das ist ein klassischer Rätselraum. Sehr gut. Ja, natürlich nicht. Da muss man aber echt Kunstkenner sein, um zu wissen, wo hier so ein Poloch, wie der quasi hingehört. Oder müssen die... Ah, die kann ich gar nicht drehen. Ja, okay. Dann ist oben grün. Und der Fleck ist unten. Nee, ich meinte natürlich, ist alles genau richtig. Ja, ja, ja. Nur die besten Säfte habe ich bekommen. So, und jetzt kann ich endlich hoch, runter. Jetzt kann ich hier die Türen öffnen. Gehen wir erstmal in den dritten, ne? Nein! Lange habe ich darauf hingearbeitet. Ihr seid noch da, cool. Da. Boah, knapp, Alter. Oh, shit. Das
Das alles nur für eine Handvoll Kabel. Okay, geil. Jetzt kann ich den Aufzug benutzen. Und noch mehr Säure. Also wenn ich es richtig verstehe, ist es von hier zu diesen Bakers gekommen. Die haben das wahrscheinlich gefunden, wurden direkt infiziert und haben dann halt angefangen, ihre kleine Hillbilly-Show abzuziehen. Und wie erwartet sind die natürlich total unschuldig. Aber es ist ganz schön, wie sie es gemacht haben, dass diese kleine, simple Geschichte im Haus immer mehr connected ist zu etwas viel Größerem, was ja auch zu einem Resident Evil-Teil dazugehört. Okay, jetzt können wir den endlich reparieren und dann weiß ich gar nicht, was dann passiert. Das haben wir doch gemacht. Scheiße. Ja. Ach shit, jetzt kriege ich die Pistole wieder nicht ausgewählt. Vielleicht, wenn ich sie einmal abwähle. Geht nicht. Nimm doch einfach die andere Waffe. Nee, leider nicht. Ich kann nämlich, wenn ihr mir schon länger zugeguckt habt, dann wisst ihr, dass ich kann nur zwischen den Waffen oben und unten auswählen. Links und rechts bleiben leider. Oh. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. Jetzt muss ich nur noch schaffen, dass er die... Dass er das wechselt, genau. Okay. Okay. Now we're talking. Gut. Erwartet. Jetzt habe ich oben auch noch ein paar Ads-Sachen. Übersehen. Kann ich mir also bei Gelegenheit noch holen. Das riskiert jetzt nicht mehr. Shit. Ja. Jetzt Maximum Schuss. Zwei Schüsse noch, na toll. Nee, das war aber auch gut. Da muss man auch mal meckern. Puh, wie lange spielen wir eigentlich schon? Was, wie lange? 3 Stunden, Alter, okay. Ja, der Abschnitt hat sich einfach so nicht gezogen, weil er hat einfach mega Bock gemacht. Aber er ist schon ein längerer Abschnitt gewesen. Aber den würde ich schon gerne noch hier mit diesem Finale, was auch immer das hinführt, gerne noch weiterspielen. So kann es nämlich auch gehen, wenn man richtig trifft.
Kennen wir alles schon. Aber hier liegt auch Zeug drin. Geht er gleich weiter? Wenn die diesen Ansturm machen, mit der Birne voran, kann man ihn ganz gut in selbige schießen, ist mir aufgefallen. Aber manchmal halten sie auch viel, viel mehr aus. Aber jetzt habe ich wirklich einen Schiff. Wären die Minen wirklich so gut? Ja, aus den Nippeln spritzt der letzte Lebenssaft. Oh, ich Idiot. Aber irgendwie finde ich es auch geil. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich nicht von oben bis unten mit Monstergekröse und Schimmel bedeckt bin. Ja, komm, jetzt kann man es auch noch besuchen. Ich weiß zwar nicht, wie ich zurückkomme, aber. Okay. Ja, gut. Also ich habe so viele Bomben, das ist wirklich, ich bin Bomber-Woman. Aber ich kann sie nicht benutzen, es sei denn, sie wären noch auf einem anderen Button. Und dann fehlt mir immer noch der X-Button. Ich will, dass du etwas für mich machst. Ethan! Ethan! Ethan. Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur
Sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan, befreie meine Familie. Bitte. Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Du, tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihn nicht wehtun. Mag es ja. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Weißt du noch? Messer-Action, ich werde schon wieder gestochen von ihr. Tritt ihn. Ich kann nicht glauben, dass du sie nicht mehr ausgewählt hast. Pam, pam, ins Gesicht. Pam, 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 oh nein. Wo ist die Waffe? Ja, nicht so einfach. Autsch. Au. Das ist nicht fair. Da habe ich sie ausgewählt. Warum nimmt er sie nicht? Vielleicht habe ich sie verloren. Hattest du deinen Spaß mit dieser Schlange? Wie redest du überhaupt? Ihr seht ja, es wird angeblendet, aber es kommt nicht. Das könnte jetzt tatsächlich auch mal wieder ein Bug sein. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Ich will doch nur in Frieden auf dich einschlagen. Ich glaube, ich lasse mich nochmal umbringen, um nochmal neu machen zu können. Und guck währenddessen, was ich hier drücken kann. Nee, das nicht. Was ist eigentlich mit diesem B-100 irgendwas? Ich kann nicht glauben, dass du sie nicht mich ausgewählt hast. Nee. Geht halt einfach nicht. Okay, sobald ich die Waffe noch habe, jetzt beim nächsten Load, gebe ich sie nicht mehr aus der Hand. Größte Problem. Vielleicht kann ich hier gleich nochmal den Controller wieder nehmen. Das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Dann geht das nämlich besser. So ist es. Ziemlich zu machen. Es geht halt einfach nicht. Nein. Ja gut, das geht so nicht. Dann möchte ich das jetzt mit dem Controller spielen. Habe ich den hier überhaupt? Scheiße, den habe ich überhaupt. Ach, du
ist immer noch da. Ich kann nicht glauben, dass du nicht mich ausgewählt hast. Ich kann mich gerade nicht umdrehen. Das müsste jetzt natürlich alles irgendwie... Ja, er kommt jetzt nicht rein. Aber das geht normalerweise nicht. Das ist jetzt nicht vorgesehen, wahrscheinlich mitten in der Ecke. Kannst du mich nicht wenigstens einfach umdrehen? So, vielleicht jetzt. Es kann aber auch sein, dass ich das ausgestellt habe, damit es nicht aufploppt. Mal versuchen. Es muss ja gehen. Wenn sie halt nicht schon jetzt die ganze Zeit hinter mir her wäre, wäre es natürlich auch ein bisschen einfacher. Du liebst mich. Ich verstehe einfach nicht, warum es nicht läuft. Es will sich mir nicht erschließen. Ich muss vielleicht einfach nochmal hier einen anderen Button nehmen. Was ist denn... Ein Squeeze, warum nicht als Drucksensor verwenden, erzwingen, Squeeze. Ach nee, das ist nicht das, ne? Als Taste verwenden. Klick ist der Grip. Und da nehmen wir... Ja, aber es funktioniert ja nicht richtig. Nee, diese Zuordnungen funktionieren einfach nicht. Das ist einfach dumm. Kann ich vielleicht auf der Tastatur öffnen? Ja, klar. Sorry, Leute. Hier ist das Mic off gewesen, weil ich das in der Einstellung gerade nicht aktiviert hatte. 3 Stunden VR ist hart. Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich noch voll gut. Ich würde die jetzt gerne noch killen. Aber ich muss mir einmal noch mal irgendwann in der Zukunft mir noch mal alles angucken. Und das richtig einmal einrichten. Ihr habt ja gesehen, dass ich selbst auch nicht mehr checke, was jetzt eigentlich los ist. Am Anfang hat es gut angefangen, dann habe ich 1-2 Mal was verändert und dann beim 3. Mal war es irgendwie, spätestens da war es dann ganz weg. Ihr könnt aber gerne, wenn ihr wollt, jetzt gerne, wenn ihr es als Video seht, irgendwo abonnieren, könnt gerne ein Like nach oben, Daumen nach oben abgeben. Und ihr könnt gerne auch noch viele andere Sachen machen mit meinem Kanal. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Und ich hoffe, ihr, ganz, ganz verstrahlt, ich hoffe, ihr könnt auch mit VR ein bisschen was anfangen. Ich finde VR sehr toll. Ich muss jetzt hier in diesem Fenster bleiben, weil ich, wie gesagt, das Mikro nicht bei den anderen Geschichten habe. Wann kommt Speedrun? Ja, auch eine gute Frage. Ich wollte nämlich wirklich gerne mal ein Resident Evil 2 Speedrun oder sowas üben, irgendwas in VR üben. Aber das dauert erstmal. Wie sieht es mit Motion Sickness aus? Ist für mich kein Problem. Kommt natürlich wirklich darauf an, wie sehr man den Kopf frei bewegen kann, finde ich. Sobald man gezwungen wird, so Kopfbewegungen mitzugehen, so Kamerafahrten, dann wird es anstrengend. Aber wenn man sich eben jederzeit so umgucken kann, dann ist schon eigentlich top, finde ich. Okay, jetzt muss ich gerade überlegen, sehe ich noch irgendeine Möglichkeit, das einmal so einzustellen? Ich kann ja nicht zu einer Kiste, ich kann das quasi überhaupt nicht ändern. Nee, dann hören wir jetzt hier auf und ich werde das einfach mal in Ruhe zu Hause in einer privaten Minute alles regeln. Und dann gibt es das große Ende irgendwann ein andermal. Wie weit sind wir eigentlich da? Sind wir am Ende? Ist das das Ende vom Spiel? Das wäre ja komisch, ne? Das müsste ich dann auf jeden Fall später nochmal aufnehmen. Vielleicht mache ich es heute Abend noch, heute Nacht oder so, wenn ich das irgendwie, wenn ich damit fertig bin. Aber das kann doch noch gar nicht das Ende sein, oder? Fast durch. Aber ich war ja noch nicht mal am, ich habe die Münzen, die noch gar nicht benutzt bei dem Wohnwagen, bei dem Hauptspeicherplatz. Aber ein bisschen kommt noch. Okay, also eine Stunde oder zwei hast du noch. Okay, das ist doch gut. Dann spielen wir das irgendwann nochmal. Aber vorher werde ich das, wie gesagt, einmal richtig einstellen, damit wir dieses ganze Hackmack nicht haben. Ich sage es nur gleich schon mal an alle, die es als Video sehen. Ihr werdet von dem Hackmack hoffentlich nicht so viel mitkriegen, weil wir das hoffentlich alles rausgeschnitten haben. Hier im Stream bekommt ihr aber die Live-Experience mit dem ganzen Rumgeeiere. Es geht halt manchmal nicht. Okay, also... Dann schicke ich euch jetzt erstmal woanders hin. Habt ihr denn irgendeinen Wunsch? Viele von euch sind ja von Rocket Beans gekommen. Soll ich euch vielleicht... wo kann ich euch hinschicken? Was habe ich hier? Ich habe nur komische Leute heute in meiner Liste. Papa Platte, Tanzverbot. Wo soll ich euch hinschicken? Denzel ist da. Okay, dann schicke ich euch zu Denzel. Denzel in Washington. Denzel zockt. Binding of Isaac. Auch ein gutes Spiel. Grüßt ihn von mir.
Ja, und wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen wieder, eventuell sogar heute nochmal, wenn ich das, nee, wobei, ich werde das heute nicht weiterspielen. Aber vielleicht spiele ich noch was anderes so. Jetzt mache ich aber erstmal ein Päuschen. Ansonsten sehen wir uns morgen. Ich versuche auch wieder mehr täglich zu streamen, mehr quasi am Nachmittag auch zu streamen. Nur das Wetter ist einfach so krass im Moment, dass das irgendwie keinen Spaß macht. Sowohl hier, als auch, weil man weiß, dass da draußen irgendwie die fette Sonnenparty abgeht und dann will ich draußen sein. Aber ab abends treibt es mich dann doch immer hier vor den Rechner. Ich hoffe, Leute, dass ihr viel Spaß hattet und dass wir uns jetzt bei Denzel genauso gut benehmen. Und wir sehen uns dann hier morgen wieder. Kommt dazu und nur eins noch, das Video gibt es ein bisschen später. Das Video kommt recht spät dann auf YouTube, weil das Video davor hatte Soundprobleme, die müssen noch behoben werden. Ja, ich weiß, Soundprobleme. Und deswegen erwartet das jetzt nicht so schnell auf YouTube, aber das wird alles kommen, Ende des Monats oder so. Okay, Leute, macht's gut. Holt euch die Holzkernuhr. Bis dann, tschüss und bye. Da sind sie weggeradet. Oh Mann, 3 Stunden VR. Es kam mir nicht so lange vor. Es hat sich aber gelohnt, ich habe Spaß gehabt und ich glaube, die Leute hatten auch Fun. Danke an Rocket Beans für den Raid und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Und dann machen wir den Sack zu, dann wird Resident Evil 7 beendet. 2 kommt sicher auch nochmal dran, aber 7 in VR mit mittelmäßiger Mod ist dann endlich vorbei. Und danach können wir uns nämlich Resident Evil 8 widmen, da ist dann alles viel, 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 viel besser. Und ich freue mich jetzt schon drauf, weil da wird fast nur geballert. Okay Leute, wir sehen uns, bis dann und tschüss. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Boah, warum sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl!